Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Erfolgreich Verkaufen. Es freut mich, dass du dabei bist. Mein Name ist Alex. Heute möchte ich mit euch gemeinsam die eBay-Reihe starten. Was heißt das? Wir werden Schritt für Schritt einen eBay-Account erstellen. Wir werden heute mit der Anmeldung beginnen und dann nach und nach mit jedem Video werde ich euch zeigen, wie ihr euer eBay-Geschäftskundenkonto vervollständigen könnt und das Ganze wirklich auch rechtssicher macht und Schritt für Schritt euer Konto aufbaut. Wir werden uns auch anschauen, wie wir Artikel online stellen, welche Daten dazu notwendig sind, um auch eure Artikel bzw. eure Listings ganz oben zu positionieren. Das Ganze werden wir alles gemeinsam Schritt für Schritt jetzt machen. Und heute beginnen wir mit der eBay-Anmeldung. Heute erstellen wir uns ein gewerbliches Konto. Wenn du dabei sein möchtest und das nicht verpassen möchtest, dann abonniere diesen Kanal. Verpasse nicht kein weiteres Video, drücke dazu die Glocke und so bist du immer auf dem aktuellen Stand. Lass uns keine Zeit verlieren, let's go! So Freunde, ich befinde mich jetzt an meinem Notebook und wir können direkt loslegen mit der eBay-Anmeldung. Wenn ihr noch kein Konto bei eBay habt, dann wird das so bei euch aussehen, dass ihr auf ebay.de geht und euch hier oben entweder einloggen oder neu anmelden könnt. Wir drücken natürlich auf neu anmelden. Dazu zu sagen ist, wenn jemand schon ein privates Konto hat und da schon Bewertungen gesammelt hat, sei es 10 schon alleine, ist es sehr gut, ja. Ihr könnt dieses Konto auch gewerblich umwandeln. Was ich euch auch raten möchte, ich erzähle nachher warum. Also der erste Vorteil ist natürlich, dass ihr die Bewertungen mit in das gewerbliche Konto übernehmen könnt, ja. Sonst fangt ihr bei Null an und das ist nicht immer so schön, ja. Aber wir fangen mal hier direkt erstmal an. Wenn ihr auf Neu angemelden drückt, kommt ihr erstmal auf diese Maske hier und da könnt ihr euch privat anmelden. Wenn ihr gewerblich ein Konto erstellen möchtet, dann drückt ihr hier oben auf gewerbliches Konto erstellen. So, und dann seht ihr, diese Maske sollte euch bei euch auch genauso aussehen wie bei mir. Und dann könnt ihr schon direkt loslegen. Und zwar gebt ihr ein hier den offiziellen Namen des Unternehmens. Wenn ihr kein Unternehmen habt, das heißt keine Firma angemeldet habt, dann seid ihr im Normalfall, wenn ihr einen Gewerbeschein angemeldet habt, ein Einzelunternehmer. Ja? Wenn ihr noch keinen Gewerbeschein habt, dann dürft ihr gewerblich auch bei eBay nicht verkaufen. Wenn du nicht weißt, wie du einen Gewerbeschein anmelden kannst, beziehungsweise du möchtest einen Gewerbeschein anmelden, dann siehst du hier oben ein Video, was ich dir einblende, wo du alles erklärt bekommst, wie du einen Gewerbeschein beantragst. So, also wie gesagt, wenn ihr einen Gewerbeschein nur habt und keine Firma, Rechtsform angemeldet habt, dann ist es im Normalfall euer Name des Unternehmens, ist euer Vor- und Nachname. Ja? Den gebt ihr hier oben ein. Ich gebe da jetzt mal erfolgreich verkaufen ein. So, das nächste wäre eine E-Mail-Adresse. Eine gewerbliche E-Mail-Adresse heißt es hier. Ihr könnt natürlich egal welche E-Mail-Adresse benutzen, aber eine reelle E-Mail-Adresse, keine Fake-Mail, weil ihr bekommt wichtige Informationen von eBay auf diese E-Mail-Adresse. Im Nachhinein könnt ihr sie immer noch ändern, wenn ihr da irgendwelche Änderungen im Unternehmensnamen und so weiter vornehmen möchtet. Das könnt ihr alles noch ändern, denn da bei eBay kann man verschiedene Mail-Adressen unterteilen. Das heißt zum Beispiel, ihr könnt eine E-Mail-Adresse für Kundennachrichten wählen, wo ihr immer benachrichtigt werdet. Über Verkäufe werdet ihr über eine E-Mail benachrichtigt. Sogar eBay-Rechnungen könnt ihr über eine E-Mail benachrichtigen lassen. So, und deswegen als erstes ist es wichtig, einfach eine E-Mail zu nehmen, die reell ist, also keine Fake-Mail. Das gebe ich hier gleich auch ein. Dann gebt ihr hier erneut nochmal die E-Mail-Adresse ein und könnt das Ganze hier abschließen. Dann folgt ein Passwort. Beim Passwort ist darauf zu achten, 6 Zeichen, ein Sonderzeichen und mindestens ein Buchstabe sollte es sein. Das gebt ihr hier auch alles ein. Wichtig ist die Handynummer. Die Handynummer bzw. auch eine Festnetznummer, die ist sehr wichtig und die muss auch echt sein, um eine SMS zu erhalten, um die Anmeldung erfolgreich abschließen zu können. So, und dann gebt ihr hier noch den Code ein und dann könnt ihr schon auf den nächsten Punkt. So, nun habe ich alle Daten eingegeben und klicke hier auf Neu anmelden. Übrigens, wenn ihr auf Neu anmelden klickt, akzeptiert ihr die AGBs von eBay und die Datenschutzerklärung. Ihr könnt das natürlich durchlesen, ihr müsst es so oder so akzeptieren. So, gehen wir den Schritt weiter.
So, jetzt dürfen wir einen eBay-Namen, Nutzernamen festlegen. Dieser eBay-Nutzername wird nachher rechts angezeigt, beziehungsweise ist euer Verkäufername dann, den jeder Käufer auch sehen kann. Deswegen ist es klug, hier einen Namen einzugeben, den eventuell ihr als ja schon mal in eure Branche nehmen möchtet. Zum Beispiel, ihr verkauft irgendwelche Schmucksachen, dann könnt ihr zum Beispiel einen Wunschnamen auswählen, wie zum Beispiel Schmuck 2020 oder so, ja, wenn es denn noch verfügbar ist. Andernfalls könnt ihr hier wirklich einen Fantasienamen wählen oder euren Vor- und Nachnamen. Würde ich nicht machen, aber ist jedem selbst überlassen, ja. Ich finde, es ist schon sehr gut, wenn man da schon mal einen Nutzernamen hat, der schon mal ja, das Produkt quasi schon anspricht, beziehungsweise die Nische davon. So, ich wähle hier natürlich den Nutzernamen erfolgreich minus verkaufen. Ihr dürft Trennzeichen benutzen, wie ein Minus in meinem Fall, ein Unterstrich, Punkt. Ich meine, Doppelpunkt funktioniert auch und ihr könnt da einfach mal ausprobieren. Wenn es nicht funktioniert, dann könnt ihr das Ganze abändern. Ich finde es gut, wenn man da eine kleine Trennung zwischen hat, so dass man als vielleicht als Kunde direkt es schneller lesen kann, als einfach alles zusammenzuschreiben. Und ja, wie gesagt, mit .de oder so dürft ihr, glaube ich, nicht machen. Probiert es einfach mal aus. So, dann kommen wir hier zu der nächsten Maske, wo ihr Angaben zu eurem Unternehmen macht. Hier gebt ihr einmal eure Adresse ein, nochmal eure Telefonnummer, Unternehmenstyp wählt ihr hier aus. In der Regel seid ihr ein Einzelhändler. Wenn jetzt jemand hier sich als Großhändler oder Distributor direkt anmelden möchte, kann das machen. Autohändler und so weiter. Also Optionen gibt es hier mehrere. Für die Allgemeinheit würde ich sagen, dass der Einzelhändler hier jeden anspricht. Dann Rechtsform wählen, das wie gesagt, wenn ihr einen normalen Gewerbeschein habt, dann seid ihr ein Einzelunternehmen. Wenn ihr jetzt eine Firma angemeldet habt, dann seid ihr demnach irgendeine Rechtsform, die ihr hier auswählen dürft. Handelsregisternummer könnt ihr eingeben, das ist, wenn ihr im Handelsregister mit eurer Rechtsform angemeldet seid, eurem Unternehmen angemeldet seid. Und das gebt ihr hier dann ein. Und dann nochmal die Person, die dann für das Unternehmen steht, also Vor- und Nachname und welches Verhältnis sie hat in dem Unternehmen. Das wäre im Normalfall ein Eigentümer, Bürger bzw. Angestellter oder anderes. Ich wähle hier den Eigentümer aus. Und dann gebt ihr nochmal die Telefonnummer ein, unter der ihr erreichbar seid als Eigentümer, so gesagt. Ihr könnt hier eventuell ja mehrere Telefonnummern haben. So, nun habe ich das Ganze auch für mich einmal alles ausgefüllt, um den Schritt weiterzugehen. Und dann klicke ich auch selbst auf Weiter. Dann werden wir weitergeleitet auf die nächste Seite. So, hier haben wir dann so gesagt, bestätigen Sie Ihre Kontaktinformationen. Da ist es wichtig, halt eine richtige Telefonnummer anzugeben. Bestätigen Sie Ihre Telefonnummer, da klicke ich auf Weiter. Und wenn ihr jetzt eine Telefonnummer falsch irgendwie eingegeben habt, könnt ihr das Ganze hier nochmal bearbeiten. Wenn diese korrekt ist, könnt ihr euch jetzt eine SMS oder natürlich euch anrufen lassen, dann spricht ein Roboter einen Code aus. Ich möchte das Ganze einfach per bzw. Textnachricht. Da kriege ich jetzt eine SMS. Die gebe ich hier einmal ein und klicke auf Weiter. Somit bestätigen wir die Telefonnummer und wir sind registriert. Hier könnt ihr euch jetzt mit eurem Passwort anmelden einmal, was ich auch tue, und einloggen. So, hier wird nochmal bestätigen Sie Ihre Telefonnummer gefordert. Das klicken wir auch nochmal an. So, nun sind wir erfolgreich angemeldet und sind direkt wieder auf der Startseite. Ich hoffe, du konntest dich auch so anmelden, wie ich das gemacht habe. Wenn nicht, dann fragen gerne unten in die Kommentare. Ich helfe da gerne weiter. Ansonsten ist das erste Video der eBay-Reihe, wo wir nach und nach unser eBay-Geschäftskonzept
Konto, Verkäuferkonto vervollständigen werden. In dem nächsten Video folgt dann ein Video, wo ihr euer Konto so gesagt rechtssicher machen könnt und alle Informationen in den Einstellungen vornehmen könnt. Da zeige ich euch alles andere weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und konnte dir weiterhelfen damit. Wenn du alle weiteren Videos sehen möchtest, abonniere diesen Kanal. Vergesst nicht, die Glocke zu drücken, um das Video auch nicht zu verpassen. Und dann wünsche ich bis dahin viel Erfolg. Schaut euch schon mal um und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Alex.